Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe mal vor einiger Zeit, irgendwann letztes Jahr, als ich meinen Mac Mini neu hatte, da hatte ich ein Video gemacht, wie läuft Lightroom denn so auf dem 2018er Mac Mini. Und das Video ist ja scheinbar ganz gut angekommen. Und heute bin ich der Meinung, ist mal Zeit für ein kleines Update, denn Adobe hat ein neues Update rausgehauen. Und zwar sind sie fest der Meinung, wir haben jetzt die Hardwarebeschleunigung aktiviert. Und wie das Ganze so aussieht, das gucken wir uns jetzt doch mal an, ne? Und zwar hat Adobe hier auf der Webseite auch geschrieben, schnellere Bearbeitung durch GPU-Unterstützung. Sie können jetzt die GPU, die Graphics Processing Unit Ihres Systems für die Bildbearbeitung in Lightroom Classic verwenden. Bisher wurde die GPU hauptsächlich zur Anzeige verwendet. Mit der neuen Version haben Sie aber auch zusätzlich die Option, die GPU für die Bildverarbeitung zu aktivieren. Dank dieser zusätzlichen Unterstützung profitieren Sie von einer reibungsloseren und verbesserten Leistung in der Bearbeitung von Bildern insgesamt. Das hört sich doch schon mal richtig gut an. Und wie das Ganze aussieht, gucken wir uns jetzt mal an. Wir machen jetzt Folgendes. Ich habe in Lightroom die Grafikbeschleunigung erstmal abgeschaltet. Das gucken wir uns mal an. Dann schalten wir die Grafikbeschleunigung an, und zwar die von der internen GPU. Und zu guter Letzt habe ich ja hier noch auf dem Tisch die Blackmagic eGPU, und da gucken wir mal, wie das Ganze denn damit aussieht. Gut, fangen wir an. Als erstes haben wir hier in Lightroom, ganz kurz, ich möchte noch mal kurz was anschalten. Und zwar möchte ich mal die Leistungsanzeige anstellen, damit man auch was sieht hier. Und zwar finden wir die halt verklickt. Ah, da wollte ich nicht hin. So, Aktivitätsanzeige. Und zwar aktuelle der GPU-Verlauf. Und Verlauf der CPU-Auslastung, naja, ganz schön viel. Mal gucken, ob wir das irgendwie gebändigt kriegen hier. Und dann gucken wir mal. So, ich starte mal Lightroom, beziehungsweise Lightroom ist schon offen. Jetzt muss ich einmal gucken, Voreinstellungen. So, ich habe jetzt hier im Moment die Grafikbeschleunigung komplett deaktiviert. Und dann gucken wir mal. So, ganz einfach machen wir mal ganz banale Sachen. Wie sieht es zum Beispiel aus, wenn ich das Bild beschneide? Da sieht man schon, es läuft flüssig. Aber man merkt so, das ist nicht so richtig flüssig. Man hat immer das Gefühl so, es werden immer so ganz kleine Sprüngchen gemacht. Und ja, kann man mit leben, aber geht sicherlich noch besser. So, gucken wir mal. Auch hier ohne Grafikbeschleunigung im Moment. Das sind übrigens Bilder von der 5D Mark IV, also 30 Megapixel, so eine Hausnummer, damit ihr euch mal vorstellen könnt, was so für Bildgrößen das sind jetzt hier. Das sieht eigentlich so ganz gut aus. Und wie man sieht hier, Prozessoren, na, schlafen auch so ein bisschen. Und ganz wichtig, die GPU. Also jetzt würde ja nur eigentlich die interne, die UHD 630 arbeiten, ist ja deaktiviert. Die macht wohl so nebenbei, das ist wahrscheinlich schon das Mauszeiger bewegen oder so. Und dann gucken wir mal, ne? Da sieht man, ah, jetzt muss ich mal ganz kurz den hier mal wegnehmen. Die Überlagerung, die mache ich mal ganz gerne an. Und dann sieht man schon so, ja,
Es ist nicht so super toll. Geht schon. Beziehungsweise jetzt habe ich auch automatisch maskieren. Wenn ich dann das automatisch maskieren wegnehme, ist es ein bisschen flüssiger. Kann ich das mal kleiner machen? Ja. Wenn ich das jetzt mal so, man merkt, könnte besser sein. Also da merkt man jetzt schon, da ist nicht viel zu machen. So, machen wir mal die Grafikbeschleunigung an. Und ich mache es gleich richtig. Also ich mache einmal nicht nur zur Anzeige, sondern die interessiert ja eigentlich relativ wenig, sondern volle Bildbeschleunigung, volle Grafikbeschleunigung. Und dann sehen wir mal nach, was jetzt passiert. Achso, ich bin noch in... So. Das ist schon ein bisschen besser. Bin ich der Meinung. Jetzt sieht man hier einen Ausschlag von der GPU, von der internen, von der UHD 630. Trotzdem, Mac Mini wird auch ein bisschen lauter. Na klar, die GPU ist ja auf dem CPU-Sockel im selben Kern drin, also im selben Gehäuse von der CPU. Kein Wunder. Und das wird ja dann vom Gehäuselüfter gekühlt. So, dann mal ein bisschen wieder, ach, erstmal so, mal gucken. Ah, auch das eigentlich gar nicht so schlecht. Das setzen wir wieder zurück und wieder unser geliebter Pinsel, Überlagerung und ja, mal sehen mit automatisch maskieren, ja, geht. Ich merke jetzt nicht so wirklich einen Unterschied, obwohl jetzt hier ist es flüssiger als ohne Grafikbeschleunigung. Das kann sich schon mal sehen lassen. Gut. So, jetzt muss ich einmal Lightroom schließen, weil ich möchte jetzt die Beschleunigung mit der eGPU machen. Und das ist nicht so, dass ich einfach die eGPU anschließe, sondern ich muss sie auch aktivieren quasi. Und zwar müssen wir da in den Finder gehen, denn auf die Programme, hier haben wir Lightroom, ne, das ist Photoshop, Lightroom, so, und einmal auf Informationen, ups, Fenster versteckt sich, und hier müssen wir jetzt externe GPU bevorzugen anhaken, und dann können wir Lightroom neu starten und gucken mal, was jetzt passiert. Jetzt haben wir hier in den Voreinstellungen, siehst du, er hat die AMD Radeon Pro 580 mit 8 GB erkannt. Und da wollen wir mal gucken, wie das jetzt hier so aussieht. Also, das kann sich, na gut, ob das jetzt nur ein riesiger Unterschied ist, wage ich jetzt eigentlich zu bezweifeln. Das ist jetzt nicht die Welt, finde ich. Aber hier, das ist schon deutlich besser, finde ich mal. Dann gucken wir mal, wie es mit dem Pinsel aussieht. Erstmal einmal ohne automatisch maskieren. Das lassen wir so. Und auch das ist ganz sehr schön flüssig. Also kann ich nicht meckern. Ich mache den nochmal weg und jetzt mache ich noch einmal mit automatisch maskieren. Und ne, das lassen wir mal so. Und auch hier sehr schön. Also das war ohne Grafikbeschleunigung auf jeden Fall deutlich besser. Deutlich schlechter, Entschuldigung. Und ja,
Was wollten wir noch? Das machen wir noch mal weg. Wie sieht es eigentlich aus mit Sensordreck, wenn wir mal welchen hätten, ne? Haben wir keinen. Schade aber auch. Aber was passiert denn mal, wenn ich... Wenn wir mal diesen kleinen Heini hier, wenn wir den wegnehmen. Ja. Okay. Also will ich mal sagen, eine externe GPU ist jetzt nicht zwingend notwendig. Ich habe sie jetzt da, weil ich sie mir für Final Cut, für den Videoschnitt gekauft habe. Aber wenn ihr sie für andere Zwecke auch noch gebrauchen könnt, also Videoschnitt und vielleicht mal ein kleines Spielchen, da kann das sicherlich auch nützlich sein. Alleine für Lightroom würde ich sie jetzt nicht unbedingt kaufen. Müsst ihr letztendlich entscheiden. Macht sich natürlich ganz gut hier auf dem Tisch. Ne? Also gar nicht so verkehrt vom Design, aber jetzt die Leistung. Der richtige Zuwachs in Lightroom ist für meinen Geschmack noch nicht da. Werde ich natürlich in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen weiter beobachten. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr bei raus. Aber so ist es jetzt aber eigentlich schon gut. Letztendlich tut es die interne GPU von dem Mac Mini eigentlich auch schon. Gut, das war's jetzt in Kürze von mir zu meinem zweiten Video für den Mac Mini. Ich hoffe, hat euch etwas gebracht. Konntet euch etwas mitnehmen dadurch. Gut, wir sehen uns wieder. Tschüss beim nächsten Video. Euer Dennis.